Herzlich willkommen am 8.5.2020. Heute ist Freitag. Morgen kommen Sonja und Claudia gemeinsam, um die Stunden fürs nächste Monat auszumachen und um picknicken zu gehen. Ich habe Sonja einiges gesagt, was sie besorgen soll. Und hier 2 Stunden extra geschrieben. Und gestern war Sonja da. Heute Claudia. Wir haben Kaffee getrunken. Sind draußen gesessen, weil das Wetter recht schön war. Rollstuhl geputzt. Und getratscht. Es war angenehm und recht nett. Meine Mutter ist auf Claudia nicht gut zu sprechen, weil sie sich manchmal etwas komisch anstellt oder Sachen betont, die meine Mutter schon erwähnt hat und ihr dadurch negativ auffällt. Ich glaube, sie findet sie einfach unsympathisch. Das ist, glaube ich, das größte Problem und ich finde sie aber ganz sympathisch und möchte weiter mit ihr zusammenarbeiten und hoffe, dass das hält. Heute hat sie ein Bewerbungsgespräch bei Martin, dem zweiten Klienten von Sonja, weil der seine Assistentin hat gekündigt, die zweite, und sucht jetzt wieder die zweite. Und ich hoffe, dass sich da eine Stundeneinigung ergibt. Und dass man so zurechtkommt mit Sonja und Claudia, wenn sie beide bei Matt und mir arbeiten, dass sie beiden gerecht werden und weiter bei beiden arbeiten, sollte sie bei Matt anfangen. Und ich weiß zwar nicht genau, wie man das mit der Stundenaufteilung macht, aber ja, es ist schwierig, aber es sollte möglich sein und ich hoffe, sie bleibt bei mir und bleibt dann nicht nur bei Matt. Aber das haben wir heute besprochen, dass sie mich vorzieht und nicht nur bei Matt arbeiten will und mich dann vielleicht Teilzeit als Klient nimmt und Matt als Hauptklient, Hauptarbeit. Und sonst haben wir uns gut verstanden, haben wir viel gesprochen und es war etwas seltsam, weil meine Schwägerin und mein Bruder haben sie nicht sonderlich begrüßt und nicht mit ihr gesprochen und das war etwas seltsam, aber die beiden reagieren immer so auf neue Assistenten oder großteils so auf neue Assistenten und das fand ich ein bisschen unhöflich, aber ich bin's gewöhnt, da ja doch ein fluktuierender Wechsel bei mir ist. Reagieren sie immer etwas mit Skepsis auf die Assistenten. Und das wird jetzt mit der Zeit besser, aber das müsste ich ihr dann erklären, aber sonst war es ganz okay. Mir geht's heute mittelmäßig. Ich habe mir viele Gedanken gemacht über Sachen, über die ich mit Claudia gesprochen habe. Und über meine Familie und so weiter. Und ich bin etwas nachdenklich, wie gesagt, und noch immer etwas traurig, weil mir das Haustier fehlt und mein Kinderwunsch ist wieder ins Unendliche gewachsen. Aber der wird sich halt nicht erfüllen lassen. Und das ist halt schwierig in der Situation. Ich
Ich meine, ich bin jetzt 28 und alle, die ich kenne, haben schon Kinder und da wird der Wunsch bei mir auch immer größer. Ich hoffe, dass das bis zum 30. Lebensjahr wieder weniger wird, aber ich kann nicht damit rechnen. Ich würde halt gerne jetzt was machen lassen, damit ich auf keinen Fall schwanger werden kann, weil ich glaube, ich dann verzweifeln würde, wenn es passiert und man kann verhüten, ja, das ist klar, aber es kann immer was passieren, auch bei der 3-Monats-Spritze und auch wenn das die sicherste Methode ist, aber ich würde mich gern unfruchtbar machen lassen und entweder die Gebärmutter und die Eierstöcke raus oder die Eierstöcke unterbinden. Was aber nicht heißt, dass ich dann keine Tage mehr bekomme. Und somit müsste ich die 3-Monats-Spritze weiternehmen, weil ich ja meine Regeln nicht bekommen darf, weil ich blutverdünnt bin und dabei verbluten könnte, weil ich sie so stark habe. Und das ist also nicht die komplette Lösung. Aber gegen das Gebärmutter rausnehmen sind halt viele Menschen. Unter anderem mein Frauenarzt. Obwohl ich jetzt schon 27 bin. Und fast, also 28 und fast 29. Ja, mit Christoph hatte ich gestern das Gespräch. Es war ganz nett, es war Plauderei und ein bisschen über meine Stimmung und so. Aber nichts Besonderes eigentlich. Ich freue mich für ihn, dass sein Projekt jetzt doch aufgeht. Und werde ihn dabei unterstützen und dann wird sehen, was draus wird, aber schaut ganz gut aus. Und sonst gab es nicht viel. Es ist nicht viel passiert heute. Wie fast jeden Tag. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Tag oder Abend, wenn ihr mir das Video seht. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.